Hallo ihr Lieben, willkommen auf unserem Kanal Garden of Gamers. Heute mal eine kleine Runde Anno 1701. Kleines Game aus meiner Kindheit, Jugend. Wie ihr seht hier, neuer Account, frisch angefangen. Wir müssen hier die Sache noch einstellen. Ja, gehen wir mal mit Blau. Wir spielen heute mal ein Endlosspiel auf komplett schwer. Aufgedeckte Karte, einfach nur, damit ich auch eine kleine Chance habe. Inselweltmittel, Inselschwierigkeit schwer. Genau, mittlere Inseln. Wenig Rohstoff bekommen. Das heißt, es wird Krieg geben. Natürlich nehmen wir alle drei schweren Computerspieler, soll ja auch spannend werden. Pirat ist dabei, freier Händler ist dabei und alle Völker. Genau, keine Baukostenrückerstattung, wenig Stabkapital. Piraten auf normal. Alle Katastrophen natürlich an. Was nehmen wir als Siegbedingung? Boah, Unabhängigkeit. Oder letzter überlebender Piratenpakt geht auf schwer so einfach, weil man dauernd Krieg hat. Und Ramirez feiert es ganz schön. Wenn man viele Schiffe versenkt, und das wird hier relativ schnell gehen, deswegen entscheiden wir uns doch mal für die anderen Sachen und starten einfach mal rein. Oh, hier ist unser wunderschönes Schiff, das ist die Inselwelt. Das ist keine gute Startinsel, das ist keine gute Startinsel. Man hat uns dringend davon abgeraten, euch ein Schiff zur Verfügung zu stellen. Doch wir wissen, dass ihr uns vortrefflich unterhalten werdet. Ja, natürlich werden wir uns vortrefflich unterhalten. Genau. Ich starte eigentlich ganz gerne auf einer der grünen Inseln. Keine Ahnung warum. Liegt, glaube ich, daran, dass ich Europäer bin. Was weiß ich. Grüne Inseln sprechen mich eigentlich mehr an, aber die Inseln hier sind alle ein bisschen shit von der Beschaffenheit her. Für den Anfang wollen wir eigentlich Hopfen haben. Weizen ist gut, Sonnenblumen ist gut, Honig ist gut fürs Late Game. Viel Erz vorkommen und Marmor ist natürlich auch gut. Aber wir würden halt am Anfang relativ stark strugglen damit, zur nächsten Stufe zu kommen. Deswegen schauen wir mal hier. Hier haben wir Zuckerrohr und Tabak. Das ist mega gut für die Siedler. Und müssen dann halt schnell schauen, dass wir eine von den grünen Inseln besiedeln. Boah, aber richtig gut. Tiefe Erzmine für später. Wichtig. Zwei Lehmvorkommen. Beide nicht tief, aber das sollte für den Anfang reichen, bis wir woanders produzieren können. Ich glaube, damit haben wir unsere Startinsel gefunden. Unser Schiffchen ist auf dem Weg. Let's go. Boah, nee, die ist nicht so geil hier. Ihr seht, der Vulkan. Der wird wird der uns echt Trouble machen. Zwei Edelsteinminen. Beide nicht unendlich, aber das sollte auch für eine Zeit lang reichen. Goldmine, auch nicht unendlich. Passt. Ihr seht hier die Vulkaninsel. Mega viele seltene Rohstoffe, die wir später brauchen werden. Zweimal, dreimal Gold. Einmal Diamant. Aber auch keine tiefe Mine. Wo haben wir denn hier unsere tiefen Minen? Hier haben wir tiefe Edelsteine, tiefe Gold. Das wird später unsere Insel für Kakao und Diamanten und Gold. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ja, oder erste startet. Ah, hier haben wir auch die Lehmgrube, perfekt. Das wird unsere Insel. Aber erstmal schauen wir, dass wir jetzt hier ins Game starten. Das Schiff ist leider ein bisschen langsam. Wir können das Ganze mit Plus beschleunigen. Ich versuche das nicht zu viel zu machen. So, gestartet. Jetzt müssen wir hier direkt anfangen. Ich baue ganz gerne direkt am Anfang Fischerhütten. Einfach nur, damit unsere Bevölkerung später... Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Alles klar. Das geht auch mal wieder richtig schnell. Dann wollen wir natürlich hier ordentlich bauen können. Zack. So. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Sorgen wir für Holz.
sorgen wir fürs Dorfzentrum und jetzt müssen wir tatsächlich direkt auf Holz warten. Ein Geniestreich meinerseits. Mal gucken, ob uns das später noch zu Verhängnis wird. Ich baue ganz gerne in einem Rastersystem, deswegen baue ich hier schon mal so angedeutet. Warte auf Anweisung. Angedeutet meine Straßen. Ihr habt den richtigen Riecher. Bei mir findet ihr alles, was ihr braucht. So. Ihr seht, wir haben nicht viel Gold. Sind auch direkt im Minus. Scheißegal. Wir müssen so schnell wie es geht durch die Zeitalter schreiten. Damit wir hier irgendeine Chance gegen die schweren Computerspieler haben. Die sind mega, mega schnell am Abgehen hier. Ihr seht, er hat schon die halbe Insel besiedelt, hat keine Holzfäller. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die cheaten auch einfach gerne ein bisschen. Aber es wäre ja nicht schwer, wenn es einfach wäre, ne? So. Jetzt können wir schon direkt unser erstes Häuschen bauen. Wir werden nach hier hinten raus und hier ein bisschen zur Seite rausbauen. Ist jetzt nicht so ideal der Platz hier. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Hier wäre einfach mega der Platz für eine richtig geile Hütte. Madame Nalaski hat jetzt auch angefangen. Alles fein, alles fein. Wir sind noch im Game. So. Dann werden wir hier die Kirche hinsetzen. Und wahrscheinlich auch die erste Schule für unsere erste Bevölkerung. Einfach nur. Na, hier haben wir nicht viel Platz zum Hinbauen. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. Wirst du unseren Göttern ehren? Unsere so. Die Antwort. Ihr dürft nun euer Anliegen sprechen. Später. Wir sehen keinen Vorteil darin. Was? Du Assi. Aber alles fein, alles fein. Unsere Holzfällerhütten sind fleißig am Arbeiten. Ich glaube, wir brauchen für die Kirche 96 Pioniere A8 Leuten. Das sind, ganz kurz gerechnet, 12 Häuser. Das sollten wir easy hinkriegen. Machen wir hier 6, da 6, da die Kirche. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Vorher kommen noch die Schäfchen rein. Das ist kein Problem. Die werden wir dann hier, denke ich mal, ansiedeln. Haben wir dann auch direkt Zugang zur Lehmgrube. Genau, so wird das Ganze laufen. Das habe ich mich fast verbaut. Sehr bitter, weil wir keine Baukostdruckerschattung haben. So, damit sollten wir dann an die Stoffproduktion können. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. Beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Holz ist am Anfang echt Mangelware. Später werden wir davon mehr als genug haben. So, unser Schiff ist beim freien Händler angekommen. Ahoi. Kaufen wir direkt. So sei es. Ein paar Werkzeuge. Die werden uns nämlich auch hier ziemlich schnell ausgehen. Deswegen hier auch einmal volle Pulle auf Einkaufen. Und ja, ihr seht, die Computerspieler, die breiten sich rasant aus. Ne? Ich denke mal, die sollten mit denselben Ressourcen wie wir starten. Igor hat noch nicht mal Bevölkerung am Start. Madame Nadaski auch nicht. Aber ihr werdet sehen, die werden uns rasant Konkurrenz machen. So. Genau. Auch wenn wir ein Haus bauen, die 8 Leute sind nicht da, die ziehen ein. Ihr seht hier unten dann auch die Bedürfnisse. Haben wir jetzt bei der Stadtbevölkerung haben wir hier Nahrung, Gemeinschaft, ne, durchs Dorfzentrum. Ihr seht, hat einen Radius. Später wollen die dann noch Stoff und Glaube, also eine Kirche. Oder am Anfang ist, glaube ich, eine Kapelle. Ganz genau. Wollen wir die Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Alle erfüllen und die Steuern hier im dunkelgrünen Bereich sind. Dann haben die Dudes Bock, sich weiterzuentwickeln, was sie dann auch machen werden. Und geben mehr Geld, haben dann aber auch mehr Bedürfnisse. So, jetzt haben wir die Bevölkerungsstufe so weit erreicht, dass wir Stoffe produzieren können. Hoppala, kleiner Verklicker. So, brauchen wir für eine Webstube hier 2 Schaffarmen. Ah, hier, die brauchen hier immer schön viel Platz für ihre Schäfchen.
Und hier die Webstube, ihr seht, die hat auch eine Range, in der sie quasi losgeht und sich die Rohstoffe. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben direkt nun hier bei einen Produktionshütten miteinander. Da ist, das haben wir am Laufen. Jetzt ist unser nächstes Ziel auf jeden Fall die 12 Häuser, die wir jetzt haben. So, bauen wir hier mal einen Weg drum. Das wird für später wichtig. Wie ihr vorhin gesehen habt, wir haben hier Katastrophen an und auf volle Pulle. Das heißt, es wird hier ab und zu mal brennen oder eine Pest wird ausbrechen. Und die Feuerwehr und auch unser lieber Arzt, den wir dann, ich glaube, ab Bürger haben, der braucht einen Wegzugang zu den Häusern, um sie retten zu können. Jetzt schauen wir mal, ob der freie Händler nur hereinspaziert. Hat noch keine neuen Werkzeuge. Aber soweit auch kein Problem. Ist hier wieder zu. Ja, das heißt tatsächlich warten. Wir sehen, die Webstube läuft langsam an. Wird eine Zeit dauern, bis sie hier bei 100% ist. Aber dann werden hier fleißig Stoffe produziert. Unsere Siedler oder Pioniere ziehen jetzt fleißig ein. Ich sehe leider noch nicht, was ich für die Kirche brauche. An Holz, dass wir da nicht warten müssen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt schon Häuser bauen sollten. Oder nicht. Ihr seht hier unten immer die, hier in der Mitte die Produktion und die Produktivität in Prozent. Hier unten mit der Gießkanne können wir die Produktivität. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Ein bisschen erhöhen. So, da haben wir die Kirche. Die werden wir jetzt hier. Ja. Werden wir jetzt hier hinsetzen. Oder. Kamera drehen wollte ich nicht. Irgendwie konnte man die Gebäude drehen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie. Das war irgendeine Buchstabentaste. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. Das ist natürlich schlecht. Da merkt man, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Aber ist fein, ist fein. Vielleicht setzen wir sie auch hier hin. Dann hätten wir mehr vom Radius. Komm, machen wir das so. Ihr seht, die Kirche leuchtet grün. Das bedeutet, die Häuser, die ich baue, sind im Radius. So, jetzt sparen wir uns aber die Rohstoffe, weil unsere liebe Bevölkerung gleich Bock hat, zu Siedlern zu werden. Ihr seht jetzt hier die Steuern, was die pro Kopf zahlen oder pro Haus. Ihr seht, Stoff geht langsam hoch, Glaube ist komplett erfüllt. Wir sind gut im Minus, deswegen gehe ich hier mal ein bisschen hoch mit den Steuern, bleib aber im dunkelgrünen Bereich, das ist wichtig fürs Aufsteigen gleich. Na, wenn die hier gleich. Wenn der Stoff hier gleich ein bisschen mehr gefüllt ist, haben die Bock aufzusteigen. Hier unten stellen wir ein, ob die automatisch aufsteigen dürfen oder nicht. Möchte ich für den Anfang nicht. Wenn ihr auf Qualität setzt, seid ihr bei mir goldrichtig. Na, weil das zieht einfach unglaubliche Rohstoffe. So, jetzt haben wir es geschafft. Haben die nächste Bevölkerungsstufe das erreicht. Das hätten wir wirklich nicht erwartet. Ja, ja. Ihr seid eine echte Überraschung. Und haben jetzt hier die Siedlergebäude freigeschalten. Ihr seht. Das ist anerkennenswert. Da kommt gleich was dazu. Da labert jetzt jeder was drüber, dass ich hier es geschafft habe, zum Siedlern zu kommen. Irgendwie glaubt niemand an mich. So, wir könnten jetzt hier direkt die Lehmgrube bauen. Aber für die Ziegelei hätten wir dann keine Werkzeuge. Deswegen lassen wir das. Die kostet nämlich Geld. Ja, jedes Gebäude. Ihr seht es hier unten, hat quasi laufende Kosten, die gedeckt werden müssen. Und ja, wollen wir natürlich nicht übertreiben. Der freie Händler dürfte jetzt auch langsam mal anfangen, hier rumzufahren. Beste Qualität zu fairen Preisen. Ne, der, wenn hier was am Einkaufen seid, dann kommt der rum und verkauft euch das Zeug. Das ist ganz praktisch. Hier sein Schiff. Ich hoffe, der ist jetzt als nächstes auf dem Weg zu mir. Jegorov hat auch schon Schaffarm, hat auch schon eine Kirche, der wird auch demnächst aufsteigen. Nadaski ist noch ein bisschen am Chillen, der hat noch keine Kirche. Und unser lieber Emilio Castelli hat noch nicht mal Schaffarm, wenn ich das richtig sehe.
Fein für mich, fein für uns. Genau. Wunderbar. Unser Schiff ist beim freien Händler. Werkzeug. Es ist schön, mit euch Geschäfte Ka-ching. Zu machen. Kohle ist erstmal nicht so wichtig, wenn wir da ein bisschen im Minus sind. Liegt daran, dass die liebe Königin, die uns ja hier entsandt hat, wo haben wir sie hier? Wir sind geneigt, euch Audienz zu gewähren. Die rettet uns, glaube ich, eins, zweimal aus der Patsche oder so. Und von daher, wenn wir jetzt am Anfang ein bisschen im Minus rumgammeln, ist das überhaupt kein Stress. Auch wenn uns das Geld ausgeht, gibt die uns ein Darlehen. Ja. Wie gesagt, unser Ziel ist es jetzt so schnell wie möglich durch hier das Erfüllen der Bedürfnisse eben zur nächsten Stufe zu kommen. Wir brauchen dann ziemlich schnell Kriegsschiffe. Wir sind hier ganz schön in der Nähe von Madame Nadaski. Und die Frau, ich sag's euch, ich hab da einen Auftrag, der wäre wie für euch gemacht. Genial. Bergen Sie das Treibgut. Bergen Sie das Treibgut. Genau, der Händler, der gibt uns immer Aufträge, die wir erfüllen können. Und gibt uns dafür ein bisschen Cash und ein bisschen Rohstoffe. Jetzt in dem Fall knappen Taui, 11 Werkzeuge oder 10 Stoffe. Da werden wir natürlich die Werkzeuge nehmen. Er kommt jetzt auch direkt zu uns. Das ist ein Traum. Es kann sofort losgehen. Es kann sofort losgehen. Den schicken wir direkt hier. Ein vorzügliches Geschäft, das ich heute bei euch gemacht habe. Tippitoppi. Bauen wir hier die Ziegelei. Die brauchen wir dann für die Siedlergebäude. Let's go, sieht gut aus. Wir fangen jetzt oder machen jetzt damit weiter, die Siedlergebäude hier zu upgraden. Das kann man. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Genau. So. Die lieben Jungs haben jetzt hier ein bisschen was freigeschalten. Wir haben die Werft freigeschalten, einen Wachturm. Eine Rinderfarm für alternative Nahrungseinnahme, Nahrungsquelle werden wir auch brauchen. Die kosten nur sau viel in der Unterhaltung. Na, ihr seht, wir brauchen 2 Rinderfarmen für eine Fleischerei. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag. Das sind dann direkt 30 Gold, die wir wieder im Minus sind. So, jetzt die haben sie auch Bock. Die Bevölkerung eines Mitspielers hat die nächste Zivilisation. Junge, quasseln wir doch nicht so viel zwischen rein. Haben jetzt auch Bock hier ein bisschen auf Saufen. Wir haben hier bei uns die Fruchtbarkeit für Zuckerrohr, das heißt, ein wir werden Mitspieler dann und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag relativ flott die Rumbrennerei bauen. Und das Allerwichtigste gerade, wir haben jetzt hier unsere Werkzeugproduktion freigeschalten. Das ist mega wichtig, um selbst an Werkzeuge zu kommen. Das Problem ist nur, die sind noch teurer als die Fleischerei. Das heißt, sie sind dann wieder dick im Minus, auch wenn es gerade eigentlich ganz gut aussieht. So. Unser Schiffchen ist hier fleißig auf dem Weg zum Treibgut. Haben ja noch 5 Minuten 30 Zeit für den Auftrag. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Und jetzt geht's los. Jetzt sind die Computerspieler am Start. Na, hat hier Siedler erreicht. Und die entwickeln sich extrem schnell. Die werden jetzt hier gleich anfangen, neue Inseln zu besiedeln. Die Insel ist für alle uninteressant, weil das hier nur Kakaofruchtbarkeit hat. Ich denke mal, die werden dann hier in Richtung die Insel. Ja, wo gibt es noch Tabak? Oder auch in die schöne kleine Insel hier gehen. Und weil die Inseln hier begrenzt sind. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Vertrag miteinander. Geht hier dann auch ziemlich schnell in Richtung Krieg. So, der Händler war nochmal da. Wir haben jetzt 70 Holz. Also müssen wir das nicht mehr einkaufen. Tatsächlich habe ich da auch einfach gepennt. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Ziegler einzukaufen. Aber gut. It is what it is. Kapitän auf der Brücke. Wir halten jetzt nochmal kurz hier beim Freien Händler. Ich könnte bei dieser Sache eine helfende Hand gut gebrauchen. Schließt ihren Auftrag ab. Kaufen Ziegel und Werkzeug ein und dann geht's direkt zurück hier zu unserer kleinen Stadt. Wir könnten jetzt unser Konto upgraden, aber wir wollen die Ziegel sparen für die Werkzeugproduktion. 4 Ziegel, 10 Ziegel ist halt übel Pain. Und hier nochmal 7, 21 Ziegel nur für die Werkzeugproduktionskette ist schon nicht ohne. So,
Dann brauchen wir hier jetzt ein Kontor in der Nähe. Gebt mir rasch die Lieferung. Die Sache duldet keinen Aufschub. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Es ist keine Schande, einfache Arbeiten zu verrichten. Ja, die Computerspieler feiern das nicht ganz so. Aber das ist mir eigentlich wurscht. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Die weiteren Folgen werden jetzt kommen. Wir wollen natürlich schauen, dass wir das Ding hier gewinnen. Also, ihr Gamer da draußen, bis zum nächsten Mal.